eine weitere Folge Wheel Farming Enlistment to Meets Reality auf der Grünfelder Land mit dem kleinen MB-Truck ganz groß am Düngen. Mal gespannt, wie lange wir hier brauchen. Ob der Düngestreuer vielleicht auch noch fürs andere Feld dann reicht. Von jedem hatte ich einen Anruf drauf. Klingelingeling, Klingelingeling. Blaubeer. Volker, Björn hier. Ah, Björn, servus. Ja, hi, hey, grüß dich. Ich hatte eigentlich einen Anruf von Jürgen drauf. Okay. Ich weiß nicht, was der wollte. Ja, keine Ahnung. Weil ich bin nicht am Hof, ich bin ein bisschen am Stroh fahren, deswegen. Hm. Er hatte mir nur gesagt, ich muss noch 90.000 für Paletten und Kartons überweisen. Das ist richtig. Also ihr habt ein paar Tausend abgeholt, habt ihr Nachlass gekriegt. Ja, abgeholt ist allerdings noch nicht. Irgendwie hat der Razix technische Probleme. Hm. Aber ich würde dir gerne die 90.000 schon mal überweisen, damit das vom Tisch ist. Jo, nehme ich gerne. Geld nehme ich immer. Wäre nicht, ne? Ja, eben. So. Mein Tablet sagt, müsste raus sein. Ja. Ja, passt. Ja, supi. Gut, danke dir. Ja, bis gerne, dann. Danke auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Das Geld wenigstens eingenommen. Ich meine, wir haben ja auch schon wieder Ressourcen, oder was heißt Ressourcen? Getreide auf dem Vorrat. Was wir dann demnächst wieder bei guten Getreideständen, können wir gerade mal gucken, wo der Mond sich gerade bewegt. 644 ist jetzt noch nicht ideal. Diesel hatte, glaube ich, gemeint, über 700 war es schon mal. Karotten, ja, knapp 500 Euro. Und die Zwiebeln sind leider schon wieder gesunken. Das sollte man vielleicht auch erstmal auf Halde legen. Aber es geht auf jeden Fall aufwärts bei uns. Ich sollte vielleicht die 90.000 Euro behalten, weil ich muss ja noch irgendwie ein Waldstück kaufen. Fällt mir gerade ein. Ich brauche ja einen Wald. Und dann wäre gut, wenn ich Geld hätte. Weil ohne Geld gibt es keinen Wald. Komischerweise. Und für ein Waldstück haben wir, glaube ich, um die 300.000. Zumindest für so ein mittleres, also nicht für die kleinen, sondern für die mittleren. Das ist ja der Knaller, ne? Dass die einfach viel, viel zu teuer sind. Weiß auch nicht. Aber naja, wenn ich es mir nicht leisten kann, kann ich mir es nicht leisten. Also mal gucken, was wir da machen. Also die letzten Paletten, die ich jetzt auf jeden Fall verkaufe, sind die an die Blaubeeren. Und dann ist erstmal ein Palettenverkaufsstopp. Dann muss ich erstmal Paletten ein bisschen sparen. Für meine, unsere eigenen Produktion, also für den Metzger. Die Kartonproduktion hat auch kaum noch Leerpaletten.
Holzscheitelproduktion habe ich noch gar nichts gemacht. Ich habe sie nur gekauft. Das ist eigentlich auch totes Kapital. Ey. Weiß nicht. Irgendwie müsste ich mir da auch noch Geld rausschöpfen. Kohle auf 500 Euro. Sich lohnen. So, mal gucken. Ist voll. Das sind 9 Paletten. Wenn da voll ist, wenn ich keine auslagern kann, stehen da schon wieder 9 Paletten um. Das heißt, es werden 18 Paletten. Und 24.000 sind da noch drin. 18 mal 4 sind 72.000, wenn ich mich jetzt nicht verrechne. Dann auch nochmal 36.000 Euro. Wenn ich mich nicht verrechne. Nein. Doch. Ich kann mal telefonieren. Klingelingeling, klingelingeling. Diesel. Ja, Diesel, wie schaut's denn aus mit der Ernte von dem Feld? Der Stefan, der ist dran. Okay. Warte. Ja, der hat noch ein gutes Stück vor sich. Ich bin gerade noch die, Volker, wo ich die Schweine geholt habe, ne? Hatte ich 106. Jetzt habe ich 115 Schweine und in 15 Minuten kommt Ferkel 116. Ja, super, das läuft. Weil ich bräuchte eventuell den Anhänger mit für die Paletten. Also der Drehschema. Der Anhänger ist gerade leer. Ja, Stefan, dann wechsle ich den mal eben schnell mit dem LKW und den Johnny. Dann lasse ich dir den LKW unten am Feld. LKW reicht, weil der gerade mal 18.000 hat. Ja, und das reicht doch mit dem 40.000 Liter Hänger. Achso, den lässt 40.000 Hänger noch. Meinen lasse ich da und den vom Volker, den bringe ich ihm zum Volker. Ja. Ja, man müsste im Sägewerk Holzkohle aufladen. Ja, würde ich dann eben machen und dann hoch zum Wasserwerk fahren. Zum Holzmittel. Okay. Bieten gerade 530 Euro pro Tonne. Boah. Das ist gerade und wir hätten um die 72.000 Tonnen auf Vorrat. Das ist dann wirklich aber viel, ey. Wir haben 36.000, wenn wir da rausholen können. Ja. Und die Blaubeeren haben 90.000 für Leerpaletten und Karton gezahlt. Ja, nur so als kleine Nebeninfo, durch den Verkauf von Sämaschine und Düngerstroh hatte ich über 300.000, habe ich 300.000 in Kredit reingesteckt. Ja, so wie viel hast du jetzt noch? 65.000, genau auf Hand. Wie 65.000? Ja, ich habe noch 65.000 auf Kralle. So. Bei 365.000, okay. Ja. Aber wie viel hast du denn noch Kredit offen? Was sagte der Stefan? Irgendwas mit 730.000? 750, genau. Ja, 750.000 Kredit noch. Okay, und wie viel hat der noch offen? Ich hab die mal 4. Ich hab jetzt gelernt. 63.000 habe ich jetzt schon abgezahlt. Oh. Was sagt er? Der hat, der hat 63.000 zurückgezahlt. Wie viel hast du jetzt noch offen? Ich hatte, warte.
874. 214, sorry. Okay. Ich hab noch 500 ungefähr. Oder weniger, ich weiß gerade gar nicht, muss mal nachfragen. Okay, gut, aber das sieht alles ganz gut aus. Das ja. läuft gerade. Klar, das sind jetzt erstmal Todeskapital abgebaut, aber das wird sich alles klären. Gut, ich bin jetzt schon am Düngen von dem einen Feld. Ja. Und wenn ich da durch bin, gehe ich aufs andere. Ist okay. Ich versorge gerade die Schweine. Und dann was mir auffällt, ich habe keinen Weizen-Sojabohnen mehr. Das ist kappes. Weizen habe ich noch ein bisschen. Ah, und frag mal den Müller, ob der Stefan, ob der die Sojabohnen eingelagert bekommen hat. Ja, Stefan, hast du die Sojabohnen eingelagert gekriegt? Ja. Dann habe ich gut, Sojabohnen dann. Im Silo. Okay, ja, dann komme ich mir gleich was davon wegholen. Nein, die schau mal gerade. Ja, 30.000 habe ich liegen. Okay, ja, dürfte ungefähr reichen. Ich fahre jetzt gerade schon die dritte Fuhre Zuckerrüben rein, weil je mehr Schweine es sind, umso mehr Futter brauchen sie halt auch. Ja, das heißt, ich müsste am besten das Geld, was ich jetzt noch habe, müsste ich am besten in einem Wasserfass investieren. Dafür aber das Kleine weggeben. Bei einem Kleinen gehen ja nur 7.500 Liter rein und das reicht halt irgendwie nicht für die Schweine. Welches hast du, das ganz Kleine, ne? Ja. Der hat nur 8.000 Liter, glaube ich, gell? Das, was ich habe, das hat 7.300 Liter. Ich würde mir den MKS holen, den großen. Ja, dann mach das. Gut, dann quatsche ich gleich. Könnte man dann auch nutzen für Sägewerk. Für Zellgröße. Okay. So. Okay. Gut. Dann bis dann, ne? Jo. Moment, ich zahle euch gleich mal noch euer Gehalt, ne? Alles klar. Frag mal den Müller, was wir da jetzt ausgemacht haben. Müller, was haben du und Volker ausgemacht wegen Lohn? 1000? 1000, ja. Genau. Hätte, glaube ich, gesagt, ich bezahle euch gleich. Okay, überweise ich euch gleich noch, ne? Okay, alles klar. Gut, bis dann mal. Bis dann, ciao, ciao. Gut. Läuft, das freut mich. Die kommen von ihren Schulden runter und wir bauen zusammen ordentlich auf. So, einmal das und einmal hier. Gut. Ja, was soll man mehr erwarten? Also im Moment läuft tatsächlich alles rund. Wir verdienen Geld. Wir kommen vorwärts, was die Arbeit angeht. Die Zwiebeln werden wahrscheinlich einiges einbringen. Weil es einfach eine Menge ist, die da runterkommt. Oh, dann haben wir noch Mohn rumliegen. Soja haben wir noch rumliegen. Karotten habe ich noch rumliegen. Alles genügend vorhanden. Und in diesem Sinne bedanke ich mich auch fürs Zusehen bei euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.